Herr Jobbrauner merkt das, was ich. Wir freuen uns sehr, dass Potsdam Museum über eine Kooperation mit dem Wolfgang Job-Team, weil wir werden eine wunderbare Wolfgang Job-Retrospektive im Spätherbst 2024 am Alten Markt eröffnen. Mode ist nicht nur Textil und das habe ich mit dieser Ausstellung auch vor zu zeigen. Ich habe, als ich nach Potsdam kam, habe ich inspiriert von den Marmorfiguren im Park, habe ich angefangen, Skulpturen zu machen, die in Venedig auf der Biennale ausgestellt worden sind. Ich habe 5 Bücher geschrieben, das erste war ein Kochbuch, da kam ich gerade an in Potsdam und sah den Markt und war begeistert von der Vielfalt, die es inzwischen gab. Denn ich stand auf diesem Markt schon mal als 8-Jähriger und habe mit geholfen, Kartoffeln zu verkaufen. Diese Heimatstadt, diese geliebte Stadt, nach der ich mich immer zurückgesehnt habe und dann auch hier mein Zuhause wiedergefunden habe, das ist für mich eigentlich täglich, wenn ich die Augen aufmache, ein Geschenk. Und die Ausstellung sollte vielleicht für mich ein Geschenk an die Stadt, aber auch an die Besucher der Stadt sein.